Ich fordere, dass der Mittelstand und somit das Herz der deutschen Wirtschaft nicht mehr durch überzogene Regulierung ausgebremst wird. Es gibt keine Infrastruktur, die ohne uns Autograndienstleister auskommt. Egal, ob das Schiffverkehr ist, ob das Schienenverkehr ist, ob das Straßenverkehr ist. Ja, selbst Fahrradbrücken und Gehwegbrücken werden mit unseren Maschinen eingehoben. Das geht seit Mitte 2022 nicht mehr, da die Behörden die Mobilität unserer Taxikrane erheblich einschränken. Wir dürfen tatsächlich nur unter strengen Auflagen und auf ausgewählten Strecken fahren. So werden wir zum Beispiel auf Nachtfahrten gedrückt. Wir brauchen einen zusätzlichen Beifahrer auf dem Autokran und wir brauchen bis zu 4 Begleitfahrzeuge dabei. Die Auflagen, denen wir uns gegenübersehen, können wir kaum erfüllen. Wir haben weder genug Begleitfahrzeuge noch genug Personal, um diese Begleitfahrzeuge zu besetzen. Ein Grund für diese restriktive Erteilung der Genehmigungen wurde uns bisher noch nicht genannt. Wir werden im Sinne der Mobilität und der Flexibilität versuchen, Autobahnen zu umfahren. Das führt dazu, dass Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen, also untergeordnete Straßen, viel höher frequentiert werden. Und das mit sehr starkem Stop-and-Go-Verkehr. Die Lebensqualität an diesen Straßen wird deutlich sinken und der Schwerverkehr durch die Gemeinden deutlich ansteigen. Für unsere Kunden bedeutet das deutlich längeren Planungsvorlauf und deutlich höhere Kostensteigerungen für jeden Einsatz. Ich möchte, dass Deutschland funktioniert und nicht kollabiert. Ich möchte auch in Zukunft mit meinen Mobilkranen wieder da ankommen können, wo sie benötigt werden. Ich möchte weiterhin Hilfe leisten, wenn Unfälle passieren. Ich möchte weiterhin die Energieversorgung in unserem Land sicherstellen. Ich möchte auch weiterhin Autobahn-Schilderbrücken mit moderner Telematik ausstatten können, um den Verkehr sicherer zu machen. Der Bundesverkehrsminister sollte ein entschiedenes Interesse daran haben, die Einschränkungen, die wir durch die Genehmigung seit Mitte 2022 erfahren, zurückzunehmen, so dass wir unseren Anteil an der volkswirtschaftlichen Leistung leisten können.